Im Jahr 1954 kam Frank Stronach nach Kanada. Er hatte einen kleinen Koffer und ein paar hundert Dollar. Er hat aus einer kleinen gemieteten Garage heraus einen Weltkonzern aufgebaut, der anerkannt ist als Nummer 1 in der Welt. Er hat die Art und Weise, wie Autos gebaut werden, völlig verändert und nebenbei auch den Pferderennsport neu erfunden. Ich glaube sehr an das Glück. Je mehr ich arbeite, desto mehr Glück habe ich. Sure, he had no more than a few hundred dollars in his pocket, but he had skill, savvy and a vision. In meinen jungen Jahren hatte ich keine großen Philosophien. Mein einziger Antrieb war, nie wieder hungrig zu sein. 1957 eröffnete Frank seine erste kleine Fabrik in Toronto. Die Zeiten waren hart und er bekam seinen ersten Auftrag für die Autoindustrie im Jahr 1960. Es war ein Auftrag für 300.000 Halterungen für Sonnenblenden. Do I respect him as a businessman? Absolutely. I respect anybody that starts out sleeping on a bench in a garage. This is not an easy business, and to build upon success, this is not something you see every day. He has a good understanding of people and what motivates people. He, you know, says, look, using common sense, what would motivate me? Ihr kennt die Magna Kultur. Niemand arbeitet für mich. Wir alle arbeiten zusammen. Ich arbeite für euch. Die Wurzeln der Magna Kultur liegen in der Zeit, als Frank mit seiner Unternehmensverfassung die Aufteilung des Gewinns festlegte. Er nennt es das faire Wirtschaftssystem. Die Wall Street nennt es Frank Stronachs Erfolgsformel. Die Geschichte der Menschheit wird seit eh und je schon von der goldenen Regel dominiert. Wer das Gold hat, macht die Regeln. Aber ich möchte von niemandem dominiert werden. Wenn ich mich so stark darüber fühle, sollte auch ich nicht die Möglichkeit haben, jemanden zu dominieren. Die Frage ist, wie können wir die Ketten der Dominanz lösen? Nicht durch zerstörende Revolutionen, sondern durch eine geistige Revolution. Und deshalb entwarf Frank die Magna Unternehmensverfassung und die Magna Arbeiterrechtsverfassung. Beide sind einzigartig in der Geschäftswelt. Frank kaufte sein erstes Pferd im Jahr 1960. Heute ist er einer der führenden Vollblutzüchter und Eigentümer der Welt. Frank, you and Magna have created so many jobs for people around the world and in the process have enriched so very many communities. I'm proud to know you, I'm proud of our friendship. I'm proud of the vision you've displayed throughout your business career. 1995 wurde Frank in die kanadische Business Hall of Fame aufgenommen. 1998 gewann sein Pferd Awesome Again den wichtigsten Bewerb des Pferderennsports, den Breeders' Cup. Im Jahr darauf wurde Frank das große Ehrenzeichen von Kanada verliehen. Im Jahr 2004 spendete er dem Krankenhaus von Aurora und Newmarket 8 Millionen Dollar und gewann im selben Jahr noch einmal den Breeders' Cup mit seinem Pferd Ghost Zapper. Heute ist der Werkzeugmacher, der vor 50 Jahren als junger Bursche nach Kanada gekommen ist, ein angesehener Unternehmer mit einem großen sozialen Gewissen, der viele wohltätige Zwecke unterstützt. Er ist auch die Nummer 1 im Pferdesport und er hat alles auf seine Weise gemacht. Over half a billion dollars has been raised to help the victims of Hurricane Katrina. Many Canadians have opened up their wallets, including Canadian auto giant mogul Frank Stronach, the founder of Magna. Yesterday, he headed down to Florida to meet with the hundreds of people he's helping by providing them with accommodations at his horse training facility, Palm Meadows. I can't think of a better guy or a bigger mensch than my friend Frank Stronach. Frank, you and Magna have done so much for communities and charities around the world. Congratulations once again. Manchmal sage ich, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich einmal tun werde, wenn ich älter bin. Man ist sehr stolz, wenn man etwas von Grund auf aufgebaut hat. Wenn ich zurückschaue in der Vergangenheit, hoffe ich, dass ich die richtigen Grundsteine gelegt habe, damit dieses Unternehmen für die nächsten 100 Jahre erfolgreich bleibt. Frank Stronach ist Österreich immer verbunden geblieben und hat mit Magna auch in seiner Heimat über 150 Millionen Euro für soziale, kulturelle und Bildungsprojekte gespendet.